Wir sehen hier einen Instagram-Post, unter anderem versehen mit dem Hashtag Cancel Culture. Das ist der Post eines französischen Künstlers und er lobt hier den Maler Neo Rauch dafür, dass der sich gegen Cancel Culture zur Wehr gesetzt habe. Nun, tatsächlich hat Neo Rauch ein Bild gemalt, weil er sich selbst als Opfer von Denunziation, Rufschädigung, Ausgrenzung sieht. Und gleichsam als Vergeltung hat Rauch die Figur dessen, der ihn da vermeintlich canceln will, als ja äußerst miese, dreckige Gestalt gemalt, gefangen in einer engen Welt, jemand, der haltlos schmutzige Vorwürfe produziert, aber ja in seiner Hässlichkeit auch ganz schön einsam ist. Und Rauchs Name für den Aktivisten dieser Cancel Culture ist der Anbräuner, also so heißt sein Bild, und er trägt auch Initialen. W.U. Das steht für meinen Namen, denn das Bild ist entstanden als Reaktion auf einen Artikel, den ich 2019 für die Zeit schrieb und in dem ich Rauch als ein Beispiel neben mehreren anderen für eine Rechtsverschiebung der Idee von Kunstfreiheit diskutiert habe. Und Rauch empfand den Artikel offenbar wie eine Gesinnungsprüfung. Dieser Artikel bewies für ihn, dass in Deutschland nur noch Politkommissare, die ja gerade auch KunstkritikerInnen, KuratorInnen gerne bezeichnet, das Sagen haben. Und für ihn ist die Lage sogar mindestens so bedrohlich wie in der DDR, in der er bis zu ihrem Verschwinden die ersten 30 Jahre seines Lebens verbrachte. Also sein Bild findet Rauch auch als ein Stück dissidenter Kunst, ein Gemälde, das so gegen die Einschränkung von Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit protestiert, die angeblich allen widerfährt, die von einem sogenannten Mainstream abweichen. Ja, im Osten der Republik ist tatsächlich schon seit einigen Jahren es zunehmend verbreitet, aus angstvoller Erinnerung an die noch nicht so lange zurückliegende Diktatur, das Schreckensgespenst einer DDR 2.0 an die Wand oder eben wie Rauch auf die Leinwand zu malen. Der Begriff Cancel Culture kommt hingegen aus einem anderen Sprachraum, ist eher über den Westen, gerade auch in Reaktion auf die MeToo-Debatte oder auf die Black Lives Matter-Bewegung nach Deutschland gelangt. Mittlerweile jedoch verbinden sich beide Diagnosen, die einer DDR 2.0 und die einer Cancel Culture, scheint mir immer enger miteinander. Und ja, die einen bekommen noch Nahrung dadurch, dass der Staat wegen der Corona-Schutzmaßnahmen erstmals seit Jahrzehnten wieder als starker Staat zu bemerken ist, der in das tägliche Leben der BürgerInnen eingreift. Und die anderen bemerken, dass sie sich all die blinden Flecke, was Rassismus, Benachteiligung von Frauen, von Minderheiten betrifft, nicht mehr unwidersprochen leisten können. Also sie erleben erstmals Gegenwind. DDR 2.0-Narrativ und Cancel-Culture-Vorwurf befeuern sich dann auch noch gegenseitig. Ja, und Rauchs Anbräuner als Wiedergänger der DDR wird daher auch gerne mit Cancel Culture assoziiert, wie etwa auch noch hier dieses Beispiel von Twitter zeigt. Ja, und in Verbindung von beiden entsteht vielleicht sogar leider gerade einer der ersten wirklich gesamtdeutschen Topos.